Hallo und willkommen hier zurück bei Deponia. Ja, wie ihr jetzt schon seht, der Organon beobachtet uns hier ganz genau. Wir kommen gerade nicht weiter. Ich hoffe, wir kriegen es so irgendwie gebacken. So eine Probe wird uns auch nichts bringen. Ich spare mir meine Te Wir das einfach reinwerfen. Ich spare mir meine Telekinetik. Wir müssen die halt irgendwie ablenken, aber ich weiß echt nicht, wie wir das anstellen Ich spare. sollen. Ich spare. Alles zu seiner Zeit. Erst die Organons platt machen, dann Goal meine tollen Sachen zeigen. Ja. Nein, da wohnt Schnabli. Schnappli? Jetzt habe ich es aufgehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Ah, hä? Okay. Hätten wir das auch geklärt? Das war gar nicht so schwer. PTF? Warum die? Egal. Na dann, weg mit euch. Ganz leicht. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Ja, Ach genau, da war unsere Verkleidung noch in der Ecke. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich! Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki-Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzi-Pups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Je eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich. Richtig? Tüdelü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik. Ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Dann sind alle glücklich. Richtig? Ja. Alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn sie mich hintergehen, schneide ich ihnen persönlich ihren hässlichen Kopf ab. Oh, also doch mit Risiko das Ganze. Hier im Dunkeln rumlaufen, ne? Ist sie jetzt schon nach oben gegangen? Sind wir hinterher? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha! Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Hm. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheust du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Ich habe das Gefühl, das geht hier langsam zum Ende zu.
Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Asgarden im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Ich glaube, wir sind aufgeschmissen. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Ich kann mir gleich nur meine Verkleidung holen. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit, dass ich nicht lache. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Hier, eine Tasche rumfummeln. Den Geruch nach Zuurteilen kann das niemand. Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm? Oh yeah. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Kletus ist. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er hier eine so Keule erledigt, Cole hat einfach die besseren Argumente. Rufus hat allemal mehr Format als du. Oh. Seine Füße vielleicht. Okay, wir unterbrechen das Ganze von den beiden hier. So, es reicht. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Ha, dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey! Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er tausendmal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh, Himmel. Hat er uns gerade sein... pinken Tanga gezeigt? Mein Muttermal, du Dämlack. Ach so. Ich glaube, wir haben uns unsere Sachen dahin gepackt. Was haben wir denn noch in der Tasche? Oder war es da schon? Spitzenunterwäsche für Männer. Kann er behalten. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneid. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, was... Das hatten wir schon, aber können wir ihn nicht einfach runterschubsen? Oh nein, nicht seine Unterhose. Was tust du? Lass das! Autsch! Nein, nein! Nein, nicht! Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Er hängt an seinem pinken Männertanker an der Fahnenmaststange. Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das, vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Weil die haben wir doch von ihm bekommen. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her, ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Oh nein.
Wir können ihre Datasette rausmachen. Wir müssen, oder? Ja. Oh, nein. Oh, Goal, es tut mir leid. Oh nein, oh nein, oh nein. Bravo. Ach, auch das noch. Argos, endlich. Holen Sie mich hier runter. Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey. Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Nein, nein! Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Oh, nein, so geht das nicht. Wir müssen sie alles erzählen. Goal? Ja? Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Erstmal, weil ich nicht Cletus bin. Jetzt beruhige dich doch. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen. Es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Ah, okay. Unser ganzen Kram. Spitzkannaber. Hat er bestimmt mitgenommen. Ja, das ist uns ein bisschen egal. Der Agonon-Typ hat das bestimmt mitgenommen. Der Arcus. Wo ist er hin? Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Arcus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Porta Fisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Okay. Das ist meine Chance.
Ich will die Datasette nehmen. Ableseautomat. Kann ich das Backup dahin packen? Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment. Keine Zeit. Sie können. Okay, na gut, wir gehen einfach. Ah, das fällt da voll auf. Dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern. Aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Oh Gott. Niemals! Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja in erster Reihe Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Reden wird bestimmt auch nicht funktionieren. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette. Weiter nichts. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Ganz ruhig. Diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuwak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein!
Macht's gut, ihr Trottel. War das so schlau? Oh, nee. Schnapp diesen Verräter. Erschießt ihn. Na, mein Freund. Hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat. Okay, ich guck kurz, was wir für Möglichkeiten haben. Sieh es ein, du hast verloren. Ja. Hä? Oh nein, bitte nicht. Ah, Spiel ist abgeschmiert. Ja, zum Glück gibt's ja das automatische Speichern, ne? Und ich hoffe, diesmal funktioniert's und wir hauen ab. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhuhu. Was tust du? Für seine Augen. Au! Na? So schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt? Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Eine Nadel im Auge, die Liebe meines Lebens an einen Schnösel verloren. Einen Schuh verloren. Ja, das ist das Schlimmste von allem. Na toll. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Hast rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Oh. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Schön. Ich hab's geschafft. Kreisch. Applaus und so. Ja, The End vom ersten Teil erreicht. Das Ende. Und ja, auf jeden Fall, ja, danke fürs Zusehen. Ich freue mich echt mega, dass ich es geschafft habe und vor allem, dass ihr jetzt doch bis hierhin weitergeguckt habt. Am Anfang war ich ja echt ein bisschen mies drauf, weil es mir einfach im Akt 1 zu viel zu tun gab, zu viel im Inventar und ich einfach den Überblick verloren habe, aber oh, das hat alles super funktioniert doch am Ende, also abgesehen von Akt 1. Ja, ich denke, das Ending hier werde ich einfach überspringen, also oder ich lasse es einfach für euch laufen. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich werde den zweiten Teil bestimmt spielen und auch aufnehmen. Das ist jetzt meine endgültige Entscheidung. Am Anfang dachte ich noch, ich mach's nicht, aber doch. Also man musste nur über diesen komischen ersten Akt hinwegkommen, danach war es wirklich schön, fand ich. Auch wenn die manchmal den Mund nicht so bewegt haben, wenn sie reden sollten. Aber davon abgesehen, ein bisschen zu viel noch geredet, aber ich hoffe, dass... Nein, das wird sich im nächsten Teil nicht ändern, das habe ich schon gehört. Dann werde ich mich auch noch durch die nächsten Teile quälen und ich glaube, mir fehlt der letzte noch oder der dritte. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber die werde ich mir noch besorgen dann. Ist ja bald Steam Summer Sale. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist es auch wirklich schon fast so weit.
Ja, also dann danke fürs Zusehen nochmal zum dritten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kommentare da, wie fandet ihr das Ganze, wie fandet ihr, also weiß nicht, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, wie findet ihr von der Story her? Das Ende war ein bisschen abzusehen, fand ich. Und ja, wie fandet ihr meine Spielweise? War das angemessen? War ich jetzt irgendwie voll der Doofkopf oder habe ich mittlerweile Point-and-Clicks gemeistert? Ich weiß nicht. Ja, sowas in etwa. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal, wenn wir Deponia 2 spielen. Macht's gut!